Wie können Einsparungen in den Bauprojekten, wir haben ja einiges gehört im Moment darüber schon, reinvestiert werden? Wenn man sich erstmal betrachtet, dass heutzutage Baumaßnahmen ungefähr 20% höhere Kosten produzieren, als ursprünglich vereinbart waren oder vereinbart worden sind in der Planungsphase, dann kann man sich das schon relativ schnell ausrechnen. Wenn ich neue Technologien oder gerade auch diesen Prozess des Vertical Constructions, den wir momentan beschreiben, einsetzen, kann ich dadurch natürlich frühzeitig Fehler erkennen. Und dementsprechend kann ich auch frühzeitig auf Fehler eingreifen, einwirken und dementsprechend dann auch die Baukosten und vor allen Dingen die Fristen senken bzw. einhalten. Das hat wiederum zur Folge, dass ich diese eingesparten Gelder mittelfristig dann wieder nutzen kann, um vielleicht nachhaltigere Materialien zu verwenden und letztendlich auch dadurch dann die Instandhaltung und die Wartung zu minimieren bzw. zu verbessern. Weitere Frage, welche weiteren Vorteile ergeben sich beim Einsatz dieser Technologien? Zeit ist da sicherlich ein ganz, ganz großes Thema. Und wenn ich jetzt mal die Zeit beim Menschen sehe, ist es einmal vielleicht eine verbesserte Work-Life-Balance, weil ich früher auf der Baustelle fertig bin. Ich habe mehr Zeit, mich auch um andere Dinge zu kümmern und muss nicht von morgens früh bis abends spät auf der Baustelle letztendlich verbringen. Und natürlich dementsprechend auch das Thema Sicherheit. Ich bin nicht übermüdet, ich habe mehr Möglichkeiten zu entspannen, mich abzulenken, mich anderen Dingen zu widmen, die mich dann wieder am nächsten Tag frisch zur Arbeit kommen lassen. Deswegen Zeit und Sicherheit sind zwei wesentliche Punkte, die auch zukünftig die Baustellen mit Sicherheit begleiten werden. Und wenn wir da einen Beitrag zu leisten können, dann sehr gerne. Ihnen beiden, both, vielen Dank, herzlichen Dank. Thanks a lot. Vielen Dank, dass wir hier sein durften.